Die Ausbildung an sich dauert erstmal 3 Jahre. Die einzelnen Schwerpunkte in den Jahren ist natürlich, im ersten Jahr wird man sich erstmal auf die ganzen Grundlagen fokussieren und alles Weitere kommt eigentlich auf den Betrieb an. Die wichtigste Fähigkeit ist logisches Denkvermögen, da alles auf Logik basiert, von Datenbanken angefangen, Tabellenstrukturen, die miteinander verknüpft werden über verschiedene Schlüssel. Generell Spaß am Arbeiten im Team, das ist sehr wichtig als Programmierer. Und all diese Sachen werden im Laufe der Ausbildung halt einem auch näher gebracht. Es ist eine sehr praxisorientierte Ausbildung eben im Bereich der Programmierung. Und im Gegensatz zu zum Beispiel dem Informatikstudium, wo dann halt das große Umfeld der Informatik halt einem nahegebracht wird, geht es dort halt wirklich hauptsächlich darum, das Entwickeln von Software, was wirklich ein Handwerk ist und was man über viele Jahre hinweg sich antrainieren muss. Ich denke, das sind so die Hauptfähigkeiten und alles andere kann man sich eigentlich oder wird einem eigentlich während der Ausbildung beigebracht, die ganzen programmspezifischen Sachen. Und am besten gefällt mir eigentlich, dass keine Aufgabe ist wie die andere. Man hat zwar viele Ähnlichkeiten bei den Problemstellungen, man kann vielleicht viele Lösungen von früheren Problemen adaptieren oder übernehmen, aber es ist doch irgendwie immer ein bisschen anders. Man hat eine Problemstellung und man muss irgendwie gucken, dass man sie löst. Ich habe mich für den Beruf entschieden, weil ich schon immer sehr gerne mit dem Computer gearbeitet habe. Das Aufgabengebiet eines Programmierers ist sehr breit gefasst und man muss sich halt im Vorhinein überlegen, in welche Richtung man halt gehen möchte. Nicht so wie zum Beispiel ein reiner Webentwickler, der halt nur Webseiten baut oder jemanden, der halt nur Mikroprozessor programmiert, sondern das ist halt, ein Programmierer ist nie gleich. So eins meiner ersten Projekte war super interessant. Da ging es darum, die Kraft, die man braucht, um eine Handbremse bis nach ganz oben zu ziehen,